Viktoria und ich stellen euch heute unser Praxisprojekt zum Thema Abschreibungsplanung vor. Der Kooperationspartner dieses Praxisprojektes ist die Universalmuseum Joanneum GmbH, die das zweitgrößte Museum in Österreich ist. Es umfasst 21 Sammlungen und rund 4,9 Millionen Ausstellungsobjekte. Die Ausgangssituation war folgende. Die Planung der Abschreibungen wurde im Unternehmen nur sehr grob auf Basis einer Datenbank vorgenommen. Das Buchungsprogramm BMD wurde dafür gar nicht verwendet. Demnach kam es zu hohen Abweichungen der Plan von den Ist-Werten. Eine besondere Schwierigkeit waren auch die Bauprojekte. Diese werden auf dem Buchungskonto Anlagen im Bau gebucht und sobald ein Projekt fertiggestellt ist, umgebucht. Oftmals war es aber so, dass diese Projekte nicht auf das richtige Konto umgebucht werden und somit diese Abschreibung der Wirtschaftsgüter nicht berücksichtigt wurde. Teilweise waren auch veraltete Nutzungsdauern auf den Buchungskonten hinterlegt. Auch das führte zu sehr hohen Abweichungen. So viel einmal zur Ausgangssituation. Nun zur Durchführung unseres Projektes. Als erstes haben wir auf Basis neuer Informationen eine Tabelle für die Nutzungsdauern erstellt. Um die Abweichungen der Plan- und Ist-Werte herauszufinden, wurden die relevanten Daten aus BMD exportiert und verglichen. Die Abweichungsursachen wurden dabei näher betrachtet, wobei wir den Fokus auf die größten Abweichungen legten. Mit den gewonnenen Informationen und Auswertungen der Analysen wurde eine Hochrechnung mit Hilfe der Planungsvorlage für die Abschreibung durchgeführt. Für die künftige Nutzung von BMD für die Abschreibung haben wir ein detailliertes Handbuch verfasst. Die Planungsvorlage wurde in Microsoft Excel erstellt und ein Handbuch dafür ausgearbeitet. Zu unserem Praxis-Output zählen vier Dokumente. Zum einen die Tabelle für die Nutzungsdauern und eine Planungsvorlage in Excel und zum anderen zwei Handbücher. Das eine Handbuch für die Anwendung der Abschreibungsplanung in BMD und Excel und ein weiteres Handbuch für die automatische Verbuchung der Abschreibung in BMD. So viel zu unserem Praxisprojekt. Vielen Dank!